Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA 17 im Karrieremodus mit mir, eurem Jardin, unserem geliebten HSV. Und wir stehen vor dem Champions League Viertelfinale Rückspiel gegen den FC Bayern München. Ja, das wird eine harte Nummer. Wir haben das Hinspiel 1-0 verloren. Also, ich sag mal, sollte man noch ein zweites bekommen, dann ist Schluss. Wir müssen eigentlich fix das 1-1 machen und dann versuchen, das irgendwie über die Zeit zu kriegen. Jetzt will ich nochmal schnell schauen. Achso, wir sollten erstmal ein bisschen vorspulen hier. So, weiter geht's. Viele Tage haben wir jetzt nicht hier. So, wir haben natürlich vorher gut gewirtschaftet mit unseren Ressourcen hier. Okay, Santos und Mafra, die sind ein bisschen down, aber wenn ich jetzt jung tauschen würde, wäre das nicht viel besser. Aber die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Das wird nicht schaden. Gregoritsch und Mohr sitzen auf der Bank. Warum? Weil wir Bahui und Altintas mit haben. Okay. Mohr nehmen wir auf jeden Fall mit. Altintas hat getroffen. Den würde ich mal drin lassen. Bahui lasse ich auch mal weg. Dann dafür. Das passt so eigentlich. Dann werden wir es mit der Ausstellung hier versuchen, ne? Ich meine, okay, uns bleibt auch nicht viel anderes übrig. Aubameyang ist noch länger verletzt. Holtby befindet sich irgendwie in der Phase, dass er zurückkommt langsam. Deshalb, ich finde, es macht jetzt auch keinen Sinn, jetzt Holtby irgendwie reinzuschmeißen und zu hoffen, dass es funktioniert. Kann nämlich auch derbe schief gehen und der ist einfach richtig tot, ne? Deswegen, das lassen wir mal lieber. So, wir spielen in Blau. Machen wir das? Ja, wir spielen in Blau gegen die in Rot spielenden Bayern. Und, dann hoffen wir jetzt echt mal auf das Beste. Ich bin echt gespannt. Das wird, glaube ich, jetzt ein hartes Ding. Wow, wenn das gleich so funktioniert, ne? Oh, das wäre sehr nice, wenn das so funktioniert. Huh. Was ist denn hier los? Okay, wir haben eine exzellente Wertung bekommen, ein A. Wir sind erst an meiner Freundesliste. Wo ist der Tech? Hat 8000? Der Richard hat 6000, noch was? Isan 3000 und der Emre auch. Ihr Luschen! Okay, Entschuldigung, das muss nett sein. Und wenn ihr bei der seht, Freunde. Im Hinspiel konnten sie sich durchsetzen und damit haben sie nun beste Voraussetzungen für ihr Heimspiel. Ja, wenn sie das nochmal abrufen können, dann. Jetzt ist es Hamburg gegen Bayern. Der Norden, auch wenn diese Bezeichnung schon sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus.
Schauen wir uns kurz ihre Formation an. Da sehen wir ein 4-4-2 heute mit einer Raute im Mittelfeld. Hinten sichert ein Defensiver ab. Vorne der Mann soll die Stürme einsetzen. Ja, vorne so, haben wir zwei. Und jetzt geht's los, Freunde. Es ist Champions League Zeit. Hier in der Allianz Arena. Mit dem FC Bayern München und dem HSV. Und wir machen den ersten Angriff. Dolberg! Und da haben wir das Tor. Und David Wolf zeichnet sich hier die Verlängerung ab. Es ist eine ganz enge Kiste. Oh mein Gott. Das Tor war ganz wichtig. Hier ist jetzt wieder alles offen. Ja, nach Addition beider Ergebnisse steht es nur Oha. Unentschieden. Oha. Richtig spannend. Das Tor hat jetzt nochmal. Freunde, wir haben es gemacht. Wir haben die Bude gemacht. Wir haben ein 1-1 gemacht. Entschuldigung, wenn ich gerade so geschrien habe. Entschuldigung. Ich bin so mega überrascht. Der Angriff ging einfach so locker flockig durch. Und dann kommt der letzte Pass noch an Philipp Lahm vorbei auf Dolberg. Oder an Martinez. Und ich dachte so, nee. Jetzt Müller. Und dann macht er dir doch noch instant, Alter. Vorteil für den FC Bayern. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Das könnte die Chance werden. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Schön gespielt. Da kann was draus werden. Bobby Wood. Nein! Da ist der Torwart da, gut gemacht. Oh, Bobby, ich wollte ihn einfach unten in die Ecke schieben, aber das war zu spät. Da war Adler schon zu weit vorne. Neuer schon so weit vorne. Er zieht ab. Und jetzt Müller. Gianluigi Donnarumma. Boah, hier ist vielleicht was drin, Freunde. Alter, Champions League. Diekmeier. Hat unsere Mannschaft vielleicht diesen einen Sieg jetzt gestern gebraucht gehabt? Diesen einen Sieg, der mal den Knoten löst? Jetzt wird's gefährlich. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Boah, Halilovic hängt sich voll rein. David Alaba jetzt. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Ekdal. Halilovic. Nikolai Müller. Kostic. Okay. Ekdal. Im Hinspiel war mein Problem, ich habe die Bälle immer super schnell verloren. Und jetzt. Uff. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Schöner Schuss. Alter, aber neuer. Den hat Ekdal instant abgenommen. Und dann. Rums. Oh, der wäre genau unter die Latte geknallt. Schade. Schön gehalten von Manuel Neuer. Er köpft den Ball. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Aber er hat im Weltfußballer die Stellung, die er hat, ja auch nicht ganz umsonst, ne? Da hält man auch solche Bälle. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Schön gemacht, schön verteidigt. Foul. Was? Bobby Wood. Ah, Dolberg. Da wollte ich jetzt um den herum und dann den Pass auf Wood wieder spielen. Nach oben. Schönes Tackling. Diekmeier. Oh, die Mannschaft will. Die Mannschaft will. Ich merke es. Ich merke es. Sie will gerade wirklich. Und Vidal. Die Bayern im Vorwärtsgang. Da wird Lewandowski gut eingesetzt. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Bobby Wood. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, stark gemacht. Oh, schade. Oh, das wäre gut gewesen, wenn der Pass angekommen wäre. Diekmeier. Halilovic. Gut den Ball hier im Mittelfeld. Ah, shit. Ich hätte den Ball nicht da versuchen durchspielen zu sollen. Das war schon von Anfang an, das war schon so eng. Chance. Und jetzt
Nein! Was macht der Verteidiger da? Ich... Oh. Nein, Donnarumma hätte ihn doch gehabt. Und jetzt dranbleiben. Das ist natürlich immer noch eine ganz knappe Kiste. Ah, Scheiße. Jetzt wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig auf. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Bobby Wood. Gleich die zweite Hälfte in diesem ärgerlich. Rückspiel. Wir waren eigentlich die bessere Mannschaft, finde ich. Noch durchsetzen wollen. Scheiße. Mafra ist völlig am Ende. Aber gut, aber wir spielen erstmal so weiter. Wir haben ja keine Wahl. Ich stelle aber einen Offensiver. So, die erste Hälfte in dieser Viertelfinalpartie im Champions Cup. Denn es ist nun mal, es ist K.O. Wenn wir verlieren, sind wir raus. Dann ist das Ding durch. Da bringt keine Schonfrist was hier. Boateng jetzt. Xabi Alonso. Sie sind geduldig und warten. Der ist mit dem Foul jetzt, das gibt Freistoß. Gute Flanke, auch stark vom Abwehrspieler. Kostic. Nein, und den Ball nicht mitgenommen. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Er hat den Ausgleich kurz vor der Pause gemacht. Gute Leistung. Und jetzt der Schuss. Oh, Halilovic, gönn dir doch einfach ein. Wut! Oh. Im letzten Augenblick wird der Ball ihm noch vom Fuß zustibitzt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Was war das denn für ein Pass, bitte? Jetzt ist die Kugel weg. Ah, nee, so geht das jetzt nicht, ey. Sieht gut aus, der Pass kommt. Lewandowski. Okay, meine Abwehr hat langsam Auflösungserscheinung. Aber gut, man kann das auch keine 90 Minuten gegen die Bayern verteidigen. Das Gegentor fand ich jetzt noch ein bisschen... Das Gegentor war doof. Ja, das war unnötig. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Na, Bobby Wood hat nicht mehr genug Power, um so einen Sprint durchzuziehen, komplett übers Feld. Vidal. Sauber vom Ball getrennt hier. Und gleich gibt es hier die Auswechslung bei den Münchnern. Da verlieren sie den Ball. Na, wir werden auch gleich wechseln müssen. Jetzt Lewandowski. Das war einfach. Ja, das werden wir jetzt machen. Das werden wir jetzt machen. Wir werden jetzt auch wechseln. Unsere Spiele sind völlig immer schon mal. Dolberg hat gar nichts mehr. Okay, dafür bringen wir Munir. Dann bringen wir Altintas. Für Halilovic. Und Lasogga für Wood. Wir werden nur offensiv wechseln. Und dann werden wir mal aufs Beste hoffen. Kostic. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Wird's jetzt gefährlich? Wer lässt den Gegner stehen? Schön verteidigt. Bobby Wood. Schau auf den Ballbesitz, Buschi. Alles ausgeglichen hier, die nehmen sich nicht viel. Jetzt kommen wir da hinten nicht mehr durch. Und jetzt Müller. Und Ferrati. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Jetzt vielleicht. Douglas Costa. Der Pass, nichts zu halten hier. Und an diesem das war's. Kommt der Torhüter nicht mehr ran. Oh. Hat er Zeit und Platz, liefert den Ball punktgenau an. Da kann er ja nichts mehr machen, außer ihn umhauen. Okay. Dann stellen wir jetzt auf totalen Angriff. Und wir freuen uns auf die nächste Bundesliga-Begegnung für Bayern München. Dann geht es Schussversuch. Boah, das ist doch da. Es gibt die Ecke für den HSV. Er ist da und kann den Ball hier klären. Der FC Bayern wird hier gleich wechseln. Jetzt müssen sie aufpassen. Munir! Oh, da ist noch das zweite. Da ist das Tor.
Munir, 80. Und damit ist es passiert. Okay, ich drück weg. Wir wollen gucken. War aber schön herausgespielt. Schade, ich hätte es nochmal anschauen sollen. Mit einem Tor wären sie ja wieder im Spiel. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Einwurf jetzt. Ja, aber warum für die Bayern? Also ich habe das so gesehen, als wenn zuletzt der Bayern-Spieler am Ball gewesen wäre noch. Und jetzt hat er Bayern. Denn die Präsenz im Spiel, sein Stempel aufgedrückt, tolle Leistung. Und es bleiben noch 5 Minuten. Immer noch steht sie jetzt 2:2, kurz vor dem Ende. Wollen wir kurz Nein. auf das nächste Spiel blicken? Der Gegner in der kommenden Partie für die Münchner, er heißt VfB Stuttgart. Jetzt nimmt das Lukas Kostner! Noch ist die Chance da! Thomas Müller! Oh, das nimmt er wieder. Shit. Jetzt kommt der Schuss! Oh, und dann geht der natürlich wieder rein. Ach, verdammt! Ja. Das ist die Entscheidung und sie kam dann doch ein bisschen ja. Da hat sich der Gegner verzockt. Ja, ist in Ordnung. Also, da ist alles drin. Wow. Und er gewinnt den Zweikampf. Die Bayern haben den Sieg. Die das war's, Freunde. Endstation, Viertelfinale. Nach 2 Spielen können sie sich nicht durchsetzen. Aber betrachtet man die beiden Spiele, Wolf, muss man auch ganz ehrlich sagen, das Resultat geht am Ende so in Ordnung. Was mich interessieren würde, wie hast du... Schade, Freunde. Damit verabschieden wir uns das ist natürlich jetzt das aus der Champions League. Echt schade. Weil das so schön alles angefangen, ne? Hier haben wir nochmal das Munir-Tor. Diese Kombination, schön von Kostic auf Munir. Munir eingewechselt, läuft dann durch und knallt ihn unten in die lange Ecke. Das war schon gut. Bringt uns aber auch nicht weiter, wir sind jetzt leider raus. Boah, wir waren echt das bessere Team. Bis auf Passgenauigkeit, aber Ecken, Zweikämpfe, Ballbesitz, ja gut, okay, 2%, aber es sind 2%, das ist ausgeglichen. Schüsse aufs Tor hatten wir 7 statt 4, Schüsse insgesamt gut 8-8, aber ja, die hatten 4 Schüsse aufs Tor, 3 drinnen, das ist halt wieder Bayern München, ne? Ach, schade, Freunde. Schade. Bedeutet der Umkehrschluss, Bayern trifft auf, ja gut, Schalke oder Tottenham, das weiß man jetzt nicht so genau. So wie es aussieht, ist Dortmund weiter und Manchester United weiter. Ja. Schade. Der Traum von einem Titel ist damit die einzige Hoffnung jetzt noch der Pokal. Also sind wir da auch noch drin, ne? Ja, das ist die einzige Chance, die wir noch haben auf einen Pokal. Alles andere, die Bayern werden wir nicht mehr einholen. 10 Punkte sind einfach zu viel für 5 Spiele. Und Champions League raus. Hängt alles am Pokal. Wer ist denn unser nächster Pokalgegner? Können wir mal nachschauen. Eintracht Frankfurt. Nächste Woche schon. Oh. Okay. Das ist dann Pokal-Halbfinale. Ah, okay. Gut. Okay, alles klar. Freunde, das heißt der Pokal Eintracht Frankfurt, das wird ein schweres Spiel, aber das müssen wir gewinnen. Das müssen wir gewinnen, wenn wir einen Titel haben wollen, müssen wir das gewinnen, ansonsten haben wir keinen. Champions League, ihr habt es gesehen, ist Ende. Deutsche Meisterschaft werden wir nicht mehr schaffen, aber Champions League Quali schaffen wir auf jeden. Und ja, tut mir leid, dass wir leider in der Champions League jetzt auch an Bayern einfach gescheitert sind. Den Rest aber morgen mehr, Freunde. Mit der Bundesliga-Begegnung gegen den FC Augsburg. Haut rein. Ciao.